Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir mal einen Blick in die aktuelle Pam-Box. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Sowohl die Sarah Harrison als auch die Pam-Box haben im letzten Jahr zum Jahresende hin immer mehr nachgelassen und mich echt muffelig gemacht. Aber vielleicht können sie mich jetzt zum neuen Jahr wieder beglücken. Mal schauen. Die entstehen in Kooperation mit About Food, nennt sich das jetzt mittlerweile, das ist ehemals Foodist. Und ja, Happiness Inside schreibt die Pamela Reif hier drauf, ist eine Fitness-Influencerin. Wir haben hauptsächlich hier Food-Produkte zu erwarten, ab und an auch mal so Beauty-Lifestyle-Artikel, ne? Und vielleicht auch mal das ein oder andere sportlich angehauchte Produkt. Aber ich würde sagen, nicht lang schnacken, wir schauen mal in die Box hinein und hoffen, dass hier tolle Produkte drin sind. Only for You steht hier auf dem Klebi, der das Seidenpapier zusammenhält. Und außer Papier werden wir hier nichts anderes mehr, also nicht viel anderes riechen. Genau. Ja, ich sehe hier schon allerhand Food-Produkte, das ist doch schon mal nice, ne? Und das sind immer sehr gesunde Food-Produkte. Hier haben wir die wunderschöne Pamela Reif, das ist so eine schöne Frau, es ist der Wahnsinn in Tüten. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich diese Heftchen rausfische und sehe, wie schön diese Frauen einfach sind. Mag ich echt, wirklich. Hallo, als nachträgliches Geschenk für das neue Jahr und ein, achso, ich glaube alle 2 Monate kommt die Pam-Box, alle 3, ich glaube. Steht in der Infobox, schau gerne vorbei. Auch in der Infobox verlinkt ist der Freunde-Werben-Freunde-Link. Da kannst du die Box ein bisschen günstiger bekommen und ich bekomme dann quasi eine Freunde-Werben-Freunde-Prämie von About Food auf mein Konto gut geschrieben. So, als nachträgliches Geschenk für das neue Jahr und einen Verliebten oder ein Single-like-a-Pringle, Valentinstag, erreicht dich heute eine Box voller schöner Überraschungen. Ich schreibe diesen Text gerade Anfang Januar im Pamuary-Modus und versuche, noch alles unter einen Hut zu bekommen, bis ich nächste Woche nun endlich nach Deutschland abreise. Eigentlich wollte ich ja schon im Oktober gehen, aber das Wetter wurde hier einfach nicht schlechter. 20 Grad und Sonnenstrahlen im Dezember. Das hätte ich mir ja nicht einmal im Traum vorstellen können. Ich hoffe, ihr habt den Pamuary so fit überstanden, dass ihr jetzt tendenziell noch fitter seid. Und selbst wenn nicht, wer braucht schon einen Januar? Wer braucht schon Vorsätze? Egal, was du dir im Leben wünschst oder optional noch ändern willst, Mitte Februar anzufangen ist perfekt. Es könnte kaum einen besseren Zeitpunkt geben. In dieser Box erwarten dich, wuhu, eine Müsli-Schale von Mio, okay, ein weicher Cookie mit Schokolade und Haselnüssen, 6 Ingwer- und Kurkuma-Shots zum Stärken des Immunsystems, ein schokoladiges Granola von Naturally Pam, juhu, Kichererbsenwaffeln mit 19 Gramm Protein, ein Pesto-Mix zum selbst machen, damit keine offenen Gläser im Kühlschrank mehr vorkommen. Viel Freude beim Probieren, ich freue mich über dein Feedback, du kannst dafür mich, meinen Food-Kanal, Pam Goes Nuts oder aboutfood.de in den Stories markieren oder uns direkt eine Nachricht schicken, deine Pamela. Oder ich mache einfach ein Video darüber. Hier sind die Produkte aufgeführt, die Preise suche ich mir aus dem Internet und am Ende haben wir hier ein Rezept über Waffel-Erdnuss-Butter-Bites. Sieht auf jeden Fall ansprechend aus. Also es hört sich auch so an, als hätten wir in der Pam-Box dieses Mal ausschließlich Food-Produkte drin enthalten. Also werfen wir mal einen Blick hinein. Hier habe ich das erste Produkt. Roter Pesto-Mix ist das von Just Spices. Ich habe auch eine Kooperation mit Just Spices. Da könnt ihr mit Just Claudi auch shoppen gehen. Gibt es immer mal wieder Aktionen und aktuell bekommt ihr, glaube ich, einfach ein Gewürz gratis mit dabei. Und ja, schaut gerne dort vorbei, habe ich euch auch in der Infobox verlinkt. Ich mag gerne die Gewürze oder die Gewürzmischung, sind sehr viel mehr von Just Spices. Und wir haben auch super viele davon bei uns stehen. Nicht nur wegen dem Adventskalender, der echt toll bestückt war, sondern auch, weil wir immer mal wieder auch was nachbestellt haben. Immer wenn wir kochen, geben wir auch ein bisschen was von irgendeiner Gewürzmischung von Just Spices mit dazu, einfach um das Ganze aufzupeppen. Oder so wie hier, da kannst du mit dieser Mischung einfach ein Pesto anrühren. Das ist total super und praktisch. Bring deine Pasta zum Erröten und das in nur 2 Schritten. Vermenge 1 Esslöffel roter Pesto-Mix mit 2 Esslöffel Wasser und lass das Ganze kurz aufquellen. Füge 2 Esslöffel Olivenöl hinzu, umrühren und losnudeln. Und das finde ich halt einfach total praktisch, ne? Dass du bei solchen Sachen auch einfach
Sarah Isabel hat noch eine Sprachnachricht geschickt. Hat sie nämlich im anderen Video eben auch schon. Liebe Grüße. Ja. Dass man einfach, wie sie schon sagt, einfach keine offenen Gläschen bei sich hat, sondern diesen Pesto-Mix, und der hält sich halt eine ganze Weile. Der ist jetzt zum Beispiel bis 18.11.23 haltbar. Und ne, das ist, ich finde es toll. Da kann man einfach so ein bisschen stöbern und übers Jahr verteilt sich dann immer mal wieder die Nudeln etwas verschönern. Dann habe ich hier drin diese 7 Shots, aber die sind nicht einzeln hier drin, sondern in diesem schicken Ingwer und Kurkuma mit Orangensaft und viel Vitamin C aus Acerola von Demeter Völkel. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich sowas sehe, weil im November ist ja mein Sohn Julius geboren worden und am selben Tag hatte ich mir dann einen Ingwer- und Kurkuma-Shot gegönnt und dann sind die Wehen doch etwas früher eingesetzt, als ich dachte. Deswegen immer, wenn ich jetzt diese Ingwer-Shots und Kurkuma-Shots halt habe, ne, ist das so, okay, weißt du Bescheid, das erinnert mich immer an die Geburt tatsächlich. Aber nein, es ist ja auch eine gesunde Geschichte, das heißt, das kann ich mir gerne in den Kühlschrank stellen und dann hast du da 7 Shots, die du dir daraus nehmen kannst. Und hier ist auch genau eine Dosierskala an der Seite, das ist auch sehr praktisch und ja, wird getrunken. Ich finde sowas praktisch, das belebt einen morgens halt nochmal so ein bisschen, ne? Dass man da einfach wacher wird und sowas zum Frühstück. Warum eigentlich nicht? Hier habe ich dann das, was auch angeteasert wurde, die Kichererbsenwaffeln von Alnatura mit 30% Reis. Ich kenne ja nur die klassischen Reis- oder Maiswaffeln. Jetzt gibt es sowas dann offensichtlich auch mit Kichererbsen. Das ist eine schöne Geschichte, um zwischendurch einfach so den Bauch zu füllen. Da kannst du dir natürlich auch den roten Pesto-Mix drüber machen, ne? Warum eigentlich nicht? Und ist doch toll, ne? Ja, nicht jeder mag sowas. Ich stehe schon auf sowas und esse das immer wieder zwischendurch. Also ich snack das ganz gerne wohl mal, einfach weil ich irgendwie permanent auch Hunger habe. Und dann ist sowas eine gesündere Alternative, als wenn du dir einen Snickers isst. So, hier haben wir dann diese angeteaserte Müsli-Schale, die ich super finde und die wir auch super verwenden können. Die ist wirklich hübsch, die mag ich gerne leiden. Ja, das sieht auch so cool aus, weil diese Beschichtung läuft hier so quasi runter, ne? Das ist echt hübsch gemacht. Eine große Größe, also eine schöne große Größe, und da kann ich mir dann halt mein Abendmüsli oder mein Frühstücksmüsli gut reinmachen. Gut, für Frühstücksmüsli ist mir die Schale wahrscheinlich ein bisschen zu groß. Die ist wirklich sehr, sehr groß, finde ich persönlich, aber ich finde das klasse. Mag ich gerne leiden. Die wird bei uns ständig jetzt in Anwendung sein und ich hoffe, dass die spülmaschinenfest ist. Falls nicht, da dumm. Die kommt auf jeden Fall bei uns in die Spülmaschine. Dann gibt es hier jetzt dieses Naturally Pan Granola, was ich auch dann verwenden werde. Ne? Finde ich auch sehr passend und praktisch. Crunchy Chocolate habe ich hier drin, 300 Gramm. Und ich habe mal irgendwann so eine Reportage gesehen, dass diese ganzen Müsli- und Granola-Geschichten ja so voller Zucker sind und so. Hier steht Without Cane Sugar, also von daher chill mal. Ne? Aber ja, mir ist bewusst, dass das jetzt nicht irgendwie einen Apfel ersetzt. Ne? Klar, aber ich mag sowas eigentlich ganz gerne und mache mir sowas dann in meinen Joghurtgedönsen rein. Da habe ich euch hier auch mal einen Vlog gedreht, wo ich gezeigt habe, was ich so als Abendsnack mir dann gönne. Und hier sind wohl auch Kerne drin. Ich sehe hier Sonnenblumenkerne und ich glaube, das kommt ganz gut. Ja. Und das ist halt auch gut, weil das ist ihre Marke, ne? Da steht sie auf jeden Fall hinter. Und wenn du so eine Influencer-Box hast, die ja von Influencern befüllt ist, möchte man auch irgendwo ein Stück weit, dass man dann die Person auch mit in der Box drin hat, in Anführungsstrichen. Also, dass sie sich halt auch beim Inhalt wiederfinden lässt. Und das tut sie natürlich bei ihrer Marke, was ich gut finde. Böse Zungen würden dann sagen, ja, aber das ist halt ihre Marke und dann promotet sie ihre Marke. Ja gut, es ist halt ihre Box, ne? Deswegen macht es für mich persönlich durchaus Sinn und ich feiere das halt einfach. Hier ist dann auch der angeteaserte Keks von, was ist das? Choc Chip and Hazelnut Cookie. High Fiber, also hohe Faserstoffe, das ist immer gut für die Verdauung, ne? Rokis glutenfrei. Was ist das denn? Ich kenne die Marke nicht. Also bin halt nicht so in diesem super Gesundheitsgame drin, muss ich sagen. Smart Organic. Aha. Ja, ist auf jeden Fall ein Keks. Ne? Ein trockener Keks. Also den würde ich jetzt auf jeden Fall mit, mit einem Glas Milch oder Kaffee trinken. Ja. Schön. Ein Keks. Finde ich gut. So. Haben wir hier noch irgendwas drin? Nee, ne? Nee.
Das ist jetzt die Box. Also wir haben hier hauptsächlich, wir haben hier nur Foodprodukte drin und halt diese Müsli-Schale. Diese Müsli-Schale ist für mich das Top-Produkt, also das Highlight-Produkt auch in der ganzen Box. Finanziell gesehen lohnt sich diese Box meiner Meinung nach nicht ganz so sehr, vor allem nicht so sehr wie die Sarah Harris in diesem Monat. Aber das ist halt auch immer so eine Frage, was mag man selber so gerne? Und ich glaube, dass diese Box auch nicht unbedingt, hatte ich auch einen ganz bitterbösen Kommentar mal bekommen. Also ich möchte eigentlich schon, dass wenn ich eine Box öffne, dass die auch den Wert hat, mindestens den Wert hat, wie das, was ich dafür bezahle. Ne? Also das erwarte ich halt auch irgendwo. Bei den Produkten bin ich mir jetzt halt gerade nicht ganz so sicher, ob wir 30 Euro erreichen. Vielleicht, wenn man die Schale halt mit einem recht hohen Wert ansetzt, dann definitiv. Mal gucken. Aber ja, ansonsten kannst du auch so in den Laden gehen und dir die Produkte kaufen. Aber diese Videos werden von euch halt auch super gerne geschaut, deswegen mache ich die auch weiterhin. Und ja, mal gucken, wie es dann nächsten Monat weitergeht. Ich bin ja auf jeden Fall glücklich mit der Müsli-Schale. Ich bin glücklich mit dem Granola. Ich denke auch, dass so gut wie alles aus der Box bei uns gegessen wird. Ne? Also die enthält halt keinen Schmuh. Aber ja, haut mich jetzt auch nicht so von den Socken, ne? Schreibt mir aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und wenn es euch hier gefallen hat, dann lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!